Herzlich willkommen zur nächsten Bayonetta 2 Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin der Ivo und wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar hatte ich ja vermutet, dass da gleich irgendwie ein ganz großes böses Monster kommt, weshalb wir da den Cut an dem Speicherpunkt gemacht hatten. Dann wurde ja auch gewünscht, dass ich mehr Tritte und sowas benutzen soll. Nicht nur Schläge während den Kämpfen. Ich denke, das ist definitiv machbar. Und in dem Sinne werden wir jetzt mal gucken, was uns der Boss so bringt. Denke ich zumindest. Ich finde halt, die Kämpfe, die Schläge-Kombo geht halt ein bisschen hier in diesen Spezialmodus ein bisschen schneller rein vom Gefühl. Weil die Tritte länger dauern. Das ist ein bisschen der Punkt, warum ich eher die Schläge benutze als die Tritte. So, hier zerbricht alles noch weiter. Okay, hat aber jetzt nichts bewirkt, hat nur gespeichert, als wir hier oben ankamen, auch wenn es ein bisschen seltsam aussah. Okay, ich hatte doch recht. Mein Gefühl und mein jahrelange Videospiel-Historie hat mich nicht getäuscht, dass das nach Boss aussah. Oder zumindest nach irgendeinem großen gefährlichen Gegnermonster. Okay, aber so wie es aussieht, ist es noch gar nicht so weit, dass wir gegen den kämpfen müssen. Wir müssen uns hier erst noch so ein bisschen rum kämpfen, öffnen, okay. Können wir da runter? Da können wir runter. Hier ist aber wohl nichts. Hier ist aber bestimmt irgendwas. Zumindest ein bisschen was an Ringen. Grüner Lorbeer, okay. Sonst ist hier aber wohl nichts. Da können wir was kaputt schießen, da. Dann sieht es jetzt nicht so aus, als ob hier irgendwie was wäre. Was Besonderes, meine ich. So, ich bin wieder so eine Art Stadt angekommen, so wie es aussieht. Was ist das da? Das ist so eine Kiste, so eine Hexentruhe. Sieht aus wie das Abbild eines Umbra-Scheins aus grauer Vorzeit. Okay, Scherben der Scherben einsammeln, solange das läuft. Okay. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Hier war irgendwie eine. Hier unten drunter war, glaube ich, eine. Dann müssen wir hier runter. Okay. Müssen wir hier weiter. Da ist eine. Dann war jetzt hier links oben eine. Okay, hier springen reicht uns noch nicht. Sondern wie, wo war jetzt die letzte? Komme ich da hoch oder komme ich da nicht hoch? Okay, ich komme da wohl hoch. Okay, wo war die letzte? Da vorne. So, da haben wir alle. Perfekt. Habe ich mir ein bisschen schwieriger vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Okay, da können wir uns da jetzt bestimmt irgendwas Cooles holen. Machen wir doch als allererstes mal. So, hier ist das. Haben wir da? Oh, ein zerbornes Hexenherz. Das ist ja das, was uns HP gibt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das hat sich ja dann gelohnt, dass wir das geschafft haben. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, hätten wir das nochmal machen können, hätten wir es beim ersten Mal nicht geschafft? Das ist die interessanteste Frage da dahinter. Muss ich sagen. Was haben wir da für einen verrückten Shit? Dann machen wir hier noch alles kaputt. So, hier haben wir nämlich noch einen. Alles klar. Kriegen wir da? Midas Testament. Unerwarteten Wohlstand gesegnet. Das ist ja interessant. Können wir wieder was betreten? Die Frage ist, ob wir das wollen. Aber bisher ging es ja nie da weiter. Ich glaube, das ist wieder so ein Höllentor, oder? Okay, genau. Da will ich nicht rein. Wir haben jetzt eh noch nichts wirklich Lust, was zu kaufen. Von daher brauchen wir da jetzt auch noch nicht reingehen. So, jetzt passiert hier was. Hier war ich da eben schon mal drüber gehupft. Da war es aber uninteressant. Gegners. Okay, mit einer gefährlichen Gegnerin, oder wie?
Oh nein, die hilft mir. Oder so. Sie hat einen Yu-Gi-Oh-Puzzle um. Ein Millenniumsgegenstand, so hießen die. Kämpfen kann er oder sie. Bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Never gonna reach Fimbulwente at this rate. Well, at least it won't be a boring trip. Ist wohl ein Kerl. Huh? You can see me. You're putting on quite a show, little magician. Oh, you like that, huh? Wait till you see the climax. Better than that to earn a tip, my dear. Who the hell are you? I'm just an innocent little girl lost in Wonderland, suffering the pains of the Queen's trumped up troops. Hit one, huh? Enough riddles. How can you see me? Because we're both in Purgatorio, you see. Purgatorio? Are we heading to Fimbulwente on a shopping trip for mummy, little one? Maybe. She told me never to talk to strangers. Stay out of my way, or I'll make sure you never get in it again. Der ist ein bisschen seltsam. Ooh, scary. Off with their heads, eh? Damn it. Verrückt, verrückt, verrückt. Ja, ich darf auch noch eine Runde kämpfen. Mir wurde nicht alles abgenommen, so wie es aussieht. Okay, das ist wohl irgendwie eine Art Boss. Erzengel der dritten Sphäre. Okay, also der wird wohl ein bisschen schwieriger. Oh, das sieht gut aus. Oh je, yeah. Was ist das denn für ein verrücktes Ding gewesen? Dem habe ich nicht richtig ausgewichen, leider. Ich weiß bei dem absolut noch nicht, wie ich ausweichen muss. Stört mich gerade ein bisschen. Jetzt den haben wir. Ich wollte eigentlich den Kleinen erstmal umhauen. Ja, das ging mir doch schon mal gut. Das ging auch gut. Alles gut, kein Thema. Da kommt der Riesenstiefel. Oh, das war nicht so gut. Nicht ganz so ganz wie geplant, aber es läuft. Gut, den haben wir kaputt. Der ging ja doch ein bisschen schneller kaputt, als ich eigentlich erwartet habe. Oh, okay, ich glaube, ich bin tot. Aber ich bin nur so gut wie tot. Verrückter Schatz. Oh je. Yeah. Jetzt geht's ab hier, wie Zöpfe. Killer Frog, Mann. Das war gut. Nein, Mann. Warum kriege ich den nicht ausgewichen? Ich check's nicht so ganz. Jetzt aber, komm schon. In die Fresse getreten, Mann. Genauso stelle ich mir das vor. Oh, das war gut. Er ist verwirrt, das ist sehr gut. So stelle ich mir das vor. Ich glaube, ich habe es geschafft, aber knapp war's. Weil wir haben irgendwie ja nicht mal mehr HP, dass wir sehen können, so an und für sich. Also mehr als knapp geht es ja dann gar nicht. Aber gut, wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Nur Bronze natürlich wegen dem Schaden. Kriegen wir da? Goldene LP der Engelshymnen, Einzug der Gladiatoren. Silhouette gemalt, ja. Keine Ahnung, was das bringen soll. Jedenfalls da erstmal was.
glaube, da können wir hochrennen. Was ist das hier? Okay. Ich bin jetzt woanders. Ich glaube, ich bin jetzt woanders. Das ist ja verrückt. Ich wollte mich da eigentlich noch ein bisschen umsehen, aber so viel zu dem Thema. Okay, da ist er wieder. Ich habe es mir anders überlegt, schwindig gegen den kämpfen. Und der für ein verrücktes Schwert. Oh nein, ich will nicht gegen den kämpfen. Warum denn das jetzt schon wieder? Ich habe doch eben erst gegen einen gekämpft. Krieg ich wenigstens wieder volle AP? So wie ich das Spiel kenne, nicht mehr. Ach, na super. Das Geile ist, dass ich keine Ahnung habe, wann ich ausweichen muss. Okay, das ging schon mal lucky durch die, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob ich gut bin oder nicht gerade. Ob ich Luck habe oder nicht. Aber ich verprügel ihn ganz gut, denke ich. Okay, da hat er mich. Okay, na gut. Hoffentlich starten wir jetzt wenigstens mit voller AP. Dann wäre ich zufrieden. Ohne voller AP wäre das echt ein bisschen schlecht, der Kampf. Muss ich sagen. Aber ich denke mit. Willkommen zurück. Es gab leider einen kleinen Schnitt, weil meine Audioaufnahme irgendwie unterbrochen wurde. Also nicht wundern. Wir machen direkt an der Stelle weiter. Überspringen können wir es auch, das ist gut. Und also es ist nichts passiert. Ich habe auch keine weiteren Tries oder sowas gemacht. Es war nur, wie gesagt, die Audioaufnahme hat kurz aufgehört. Und ohne meine Stimme ist das doch ein bisschen uncool. Vermute ich zumindest. Aber ich finde ja nicht das richtige Timing erwischt hier. Vorhin lief das irgendwie besser, als ich keine AP gehabt habe, muss ich sagen. Wieso auch immer. Aua. Das hat ordentlich Damage gemacht. Da sind wir aber auch gut ausgewichen eben. Oh, er ist verwirrt, das ist gut. Das Ding ist draußen aus dem Schwert, das ist ja noch besser. Verrückter Shit. Gar kein Dings bekommen, obwohl ich ausgewichen bin. Jetzt aber. Also gar keine Hexenzeit vorher, meinte ich. Das war gut. Oh nein, ich werde hochgehoben, wieso das? Komm, komm, komm. Gut ausgewichen. Alles gut, stirb bitte. Okay, ich kriege es hin. Es war nochmal knapp hier. Komm, 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 komm. Jawohl. Maximaler Bonus. Das ist doch schön. Aber es ist auch Silber sogar. Ich habe eigentlich nur mit Bronze gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Was bist du? Vogel, hallo? Ich hätte ruhig mal heilen können, der blöde Vogel. Da geht's nicht rum. Das ist die Frage, wo wir hier weitermachen müssen. Da ist wieder was zum kaputt machen. Da rechts war auch so ein Ding. Also mal gucken. Ich denke, wir sind jetzt hier so eine Art Dungeon einfach drin.
Mal schauen, wie das so läuft. Grüner Mega-Kräuterlutscher, okay. Große Menge Lebenskraft wieder her. Wie war denn das nochmal mit den Lutschern? Hier haben wir doch was. Da haben wir nichts. Hier haben wir Lutscher. Wie benutze ich die denn? Ausriss nahe ist auf oben jetzt gelegt. Dann nehmen wir doch einfach mal so einen Lutscher. Würde ich sagen. Dass wir hier nicht mehr rot blinken die ganze Zeit. Weil es ist doch ein bisschen arg nervig. Das ist wieder Muskelheim, hä? Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle aber erstmal einen Cut. Machen dann das Muspelheims The Quest-Ding wieder in der nächsten Episode. Haben ja doch einige coole Bosse besiegt. Bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.